Herzlich willkommen hier aus dem österreichischen Parlament. In ORF 3 sehen Sie heute bis ca. 16 Uhr live und kommentiert die heutige Bundesratssitzung. In der Länderkammer werden heute die jüngsten Nationalratsbeschlüsse behandelt, darunter verschiedene Tagesordnungspunkte rund um das Thema Corona, aber auch ein Schulpaket, Neuerungen bei Personalausweisen und Reisepässen und Umweltschutzthemen stehen heute am Programm. Zu Beginn der Sitzung findet eine Aktuelle Stunde zum Thema Impfdiplomatie in Zeiten der Corona-Krise statt. Außenminister Alexander Schallenberg ist dafür anwesend. Er hat auch schon Platz genommen im Parlament. Bevor es in wenigen Momenten dann tatsächlich losgeht, wird der derzeitige Bundesratspräsident Christian Buchmann von der ÖVP Steiermark seine Abschiedsrede halten. Der Vorsitzende der Länderkammer wechselt ja turnusmäßig alle 6 Monate von einem Bundesland zum nächsten. Im ersten Halbjahr hatte, wie erwähnt, die Steiermark den Vorsitz. Im zweiten Halbjahr ist dann Tirol an der Reihe. Bundesratspräsident wird dann Peter Ragel von der ÖVP. Die meisten Bundesräte haben schon Platz genommen. Es sollte also in wenigen Momenten losgehen. Wie erwähnt, zuerst mit der Abschiedsrede des scheidenden Bundesratspräsidenten Christian Buchmann, der für die Steiermark den Vorsitz in der Länderkammer innehatte. Die Sozialdemokraten haben in ihren Reihen heute Regenbogenfahnen montiert. Das ist ja gerade Pride Month im Juni. Gestern gab es ja einige Kritik der Oppositionsparteien an der Regierung, da Caroline Edtstadler, die Europaministerin, sich auf EU-Ebene nicht ganz eindeutig positioniert hat bei der Kritik an der neuen Gesetzgebung in Ungarn, die zu einer Diskriminierung von LGBT-Personen führen könnte. Vielleicht auch deshalb demonstrativ heute die Regenbogenfahnen bei der SPÖ-Fraktion. In Kürze sollte es dann tatsächlich losgehen. Christian Buchmann wird seine Abschiedsrede halten. Seine Präsidentschaft endet mit dem ersten Halbjahr 2021 und turnusmäßig wechselt der Vorsitz dann von der Steiermark nach Tirol. Peter Ragel von der ÖVP wird dann im zweiten Halbjahr den Vorsitz in der Länderkammer übernehmen. Und wir haben die Glocke gehört. Christian Buchmann von der ÖVP am Wort.